So, euer Dachzelt ist aufgebaut, ihr habt drin geschlafen, jetzt wollt ihr aufbrechen und zur nächsten Station fahren, müssen wir das Ganze natürlich erstmal abbauen. Beim Flitzer 1 XS ist hier eine kleine Besonderheit. Das liegt nämlich daran, dass wir vorne zwei Schnallen haben, statt nur einer Schnalle. Wie gehen wir hier nun vor? Fangen wir an. Erstmal überall die Regenlippen auf allen vier Seiten einklappen. Dafür lauft ihr einmal 360 Grad ums Dachzelt herum. Super. Jetzt im zweiten Schritt zieht ihr die große Lasche vorne vor. Das heißt, einmal nur runterdrücken und dann nach vorne schieben das Dachzelt. So, und jetzt habt ihr es hier. Ihr müsst jetzt diese Laschen hier, die schwarzen, einmal hier drauf drücken und dann von hinten einschieben. Und es reicht ganz, ganz locker am Anfang erstmal nur. Und es ist ganz wichtig, dass man sehr, sehr locker einschiebt. Nur so, reicht komplett aus. Das gleiche macht ihr hinten auch, einfach die große Schnalle runterziehen. Und dann, und das ist ganz wichtig, ganz, ganz leicht einschieben. Stoff an der Seite mal reinstopfen. Ihr könnt auch noch, wenn ihr seht, dass Stoff raushängt, einfach nochmal ums Dachzelt laufen und den einfach so reinstopfen. Auch wichtig, bevor ihr das Dachzelt zumacht, immer darauf achten, dass die Fenster offen sind, damit die Luft entweichen kann, wenn ihr es zumacht. Schieben wir das Ganze vor. Und jetzt hinten einfach nur ganz, ganz leicht, nur wirklich, hier dürfen vielleicht 2 Zentimeter oben rausgucken, das reicht schon komplett aus. So, und that's it. Und wir gehen jetzt nach vorne. Die lange Lasche nehmt ihr, könnt ihr hier zusammenfalten und vorne auch einfach reinstopfen, in das Dachzelt rein. Und jetzt zieht ihr an den Laschen vorsichtig, einfach nach unten ziehen, gleichmäßig auf beiden Seiten. Das macht ihr auf beiden Seiten. Hier wichtig, keine Gewalt anwenden, einfach nur vorsichtig runterziehen. Und jetzt könnt ihr eins nach dem anderen zum Metallschloss gehen, das unten einhängen und langsam nach oben ziehen. So, das gleiche mal auf der anderen Seite auch. Ihr hängt es hinten ein und jetzt ganz langsam loslassen. Vorne fertig und jetzt gehen wir nochmal nach hinten und können auch hier die Lasche einfach zusammenfalten und hinten reinstopfen. Genauso wie wir es gerade vorne gemacht haben, die Laschen hinten, eine nach der anderen abwechselnd, langsam runterziehen. So, das war's. Euer Dachzelt ist jetzt wieder abgebaut und ihr könnt losfahren. Viel Spaß und bis bald.